Ja, ich möchte ein bisschen aus der Apostelgeschichte 12 jetzt hier vorlesen. In der Mitte der Predigt werden wir eine kleine Pause haben und einmal auch noch ein Lied zu singen, da die Aufmerksamkeit auf lange Zeit immer ein bisschen schwierig ist, denn zu halten. Ab Vers 1, Apostelgeschichte 12, da steht: In dieser Zeit ließ König Herodes einige Christen in Jerusalem verhaften und foltern. Jakobus, der Bruder des Johannes, wurde enthauptet. Als Herodes merkte, dass er dadurch bei den führenden Männern der Juden Ansehen gewann, ließ er noch während des Festes der ungesäuerten Brote Petrus gefangen nehmen. So, wir haben mit Herodes hier zu tun. Herodes kennen wir von der Geschichte mit Jesus. Er war auch denn dabei. Und jetzt hier sehen wir, wie Herodes abhängig ist von der Meinung anderer. Herodes war ein Mensch, der sehr stark auch diese Menschenfurcht hatte. Was denken die anderen über mich? Und das war eine treibende Kraft für sein ganzes Leben, auch sein Handeln. Herodes war nicht ein Mann, der versucht hat, seinen eigenen Werten und seinen eigenen Zielen voranzubringen, sondern er war ein bisschen wie ein Politiker, der nach dem Wind, je nachdem aus welcher Richtung es bläst, sein Segel ausgerichtet hat, um zu versuchen, so viel Auftrieb wie möglich zu bekommen. Er war nicht in sich selbst gegründet und wusste, was richtig und falsch ist. Er tat immer wieder Dinge, um anderen Menschen auch zu beeindrucken. Und man kann Menschen beeindrucken, indem man einen Gefallen tut. Und ein großes Gefallen ist natürlich, die Feinde aus dem Weg zu räumen. Und nun sehen wir, wie stark auch die Juden, die ersten messianischen Juden, gehasst haben. Die wollten Jesus töten und kreuzigen. Und nicht nur Jesus, sondern auch die ersten Christen. Wir sehen, wie es die erste Verfolgungswelle gab und wie die ganzen Jüngern zerstreut wurden, auch bis ganz wenigen, dort in Apostelgeschichte 6. Und hier sehen wir eine neue Welle. Die Frage, die wir immer wieder stellen dürfen und können, ist: Herr, warum hast du Jakobus nicht bewahrt? Wir haben gerade gelesen da aus den Psalmen, dass der Herr uns schützt. Da wird kein Haar uns gekrümmt werden. Da wird er über uns wachen, Tag und Nacht. Und da steht es denn da: Jakobus wurde enthauptet. Wie war kann das? War das der Erste oder war Stephanus der Erste? Stephanus war davor. Ja, wir sind schon in 12 und das war dann 6. Aber wir merken, wie Gottes Bewahrung natürlich etwas ist, was wir nicht von Gott jede Zeit fordern dürfen. Denn immer wieder und immer wieder sagt Gottes Wort, dass wir Verfolgung auch ausgesetzt werden. Verfolgung um unser Glaubenswillen. Im Alten Testament war fast immer eine Verbindung zwischen Leid im Volk und Sünde. Jedes Mal, wo das Volk Israel sich von Gott abgewandt hat, gesündigt hat, sich von Gott getrennt hat, hat Gott zugelassen, dass seine Feinde kamen, um dort Chaos und Unheil und Leid über das Volk Israel zu bringen. Das war alttestamentlich. Neutestamentlich ist leider etwas anders. Neutestamentlich ist, bist du ganz eng bei Jesus, wirst du Anteil haben wollen an seiner Herrlichkeit, dann wirst du und darfst du Anteil haben auch an seinem Leid. Dann wirst du auch erleben, wie die Menschen mit Jesus umgegangen sind. Will ich wirklich das Kreuz aufnehmen jeden Tag, um mit Jesus zu gehen? Dieser Psalm, den ich gelesen habe, war eine Verheißung für Israel. Der Schützer Israels. Und diesen Psalm war ein besonderer Psalm, den man auch gelesen und gesungen hat auf dem Weg nach Jerusalem als Pilger. Und diesen Psalm galt. Und wir dürfen bis heute hin auch daraus etwas ziehen. Aber wir dürfen niemals sagen: Herr, du hast aber versprochen, dass bei mir heute nie etwas schief gehen wird. Und das hat Gottes Wort nicht uns gegeben. Jesus hat immer und immer und immer wieder davon gesprochen, dass wenn wir seine Jünger sind, dass wenn wir
sein Wille tun und ihm folgen, dann wird die Welt uns nicht mögen. Im Gegenteil, sogar hassen. Und wir werden auch leiden dürfen und müssen. Und deshalb ist es so schön, Psalmen zu lesen, die uns aufbauen und ermutigen und da viel, viel auch Freude geben. Aber da muss ich immer wieder sagen, halt, stopp. Vergiss bitte nicht, das im Kontext zu sehen. Volk Israel hat Gott das versprochen. Volk Israel hat denn diese Verheißung gehabt. Bleib nah bei dir und ich will dir Frieden geben. Israel. Jesus hat niemals gesagt, bleib nah bei dir und ich will dir niemals etwas zulassen, dass etwas dir zustößt. Hab keine Angst. Ich bin bei dir. Das ist das, was er gesagt hat. Und Jesus sagt, ich will eines Tages Frieden bringen. Aber während wir hier noch auf dieser Erde sind, hat er es nicht uns versprochen. Und das sehen wir auch hier bei den ersten Aposteln. Übrigens, alle Aposteln, zumindest sagt uns die kirchliche Geschichte, alle Aposteln bis auf Johannes wurden irgendwie getötet, wurden zu Märtyrern. Viele auf ein umgedrehtes Kreuz, einige enthauptet, viele einfach durch Steinigung. Und hier sehen wir auch, dass das auch in Jerusalem damals war. Und dieses Todesurteil erwartete im Grunde Petrus. Petrus wurde verhaftet vor diesem großen Fest und während dieser Zeit möchte man nicht jemanden hinrichten, weil diese Hinrichtung sollte auch ein Fest sein und das würde darunter gehen und deshalb hat er ein bisschen gewartet. Und genau in dieser Wartungsphase geschieht das, was hier steht. Und das möchte ich jetzt uns vorlesen. Man warf den Apostel Petrus im Gefängnis. Dort bewachte ihn ununterbrochen 4 Soldaten, die alle 6 Stunden abgelöst wurden. Herodes wollte nach dem Passafest Petrus öffentlich den Prozess machen. Aber die Gemeinde in Jerusalem hörte nicht auf, Gott um Hilfe für den Gefangenen zu bitten. Schön, oder? Die Gemeinde hat gebetet. Die ganze Gemeinde Jerusalem hat gebetet. Und natürlich, die Welt hat alles getan, was sie tun konnten, um das zu verhindern, dass etwas passieren kann. Also, wie viele Männer waren damals im Grab? 2. 2 Wächter waren dort im Grab und haben diesen Stein bewacht. Jetzt haben sie 4 in einem Kerker, wo weitere Soldaten in verschiedenen Sicherheitsstufen um diese Kerker herum waren. Also er wollte ganz sicher gehen, dass nichts passieren kann. Ganz sicher. Aber zum Glück ist Gott stärker, sogar aus unseren menschlichen Vorkehrungen. Und hier sehen wir, wie Gott etwas getan hat. In der letzten Nacht vor dem Prozess, also kurz vor 12 mit anderen Worten, schlief Petrus angekettet zwischen 2 Soldaten, während die 2 anderen vor der Zelle Wache hielt. Schön, dass Petrus schlafen konnte. Ob ich so fest und tief schlafen konnte, bevor ich hingerichtet werde, ich glaube nicht. Plötzlich betrat ein Engel des Herrn die Zelle und Licht erfüllte den Raum. Der Engel weckte Petrus, indem er ihn anstieß und sagte zu ihm, steh schnell auf. Sofort fielen Petrus die Ketten von den Handgelenken. Binde deinen Gürtel um und zieh deine Sandalen an, befahl ihm der Engel. Nimm deinen Mantel und folge mir. Petrus ist absolut fast versteinert. Jedes Mal, wo wir Engelerscheinungen sehen, merken wir, wie die Menschen einfach nicht mehr handlungsfähig sind. Entweder fallen sie auf ihr Angesicht und fangen an, diese Engel anzubeten und da werden sie immer gesagt, nee, mach das nicht. Oder die standen denn da und wissen nicht, was sie tun müssen. Und ich finde es immer so schön, wie praktisch Engel sein können. Elia war unterwegs, wollte sie umbringen, war in der Wüste, hat sie hingelegt, wollte nur sterben. Der Engel kam und backte Brot. Eine ganz normale Tätigkeit. Gab ihm was zu trinken, lief ihm wieder einschlafen, weckte ihn wieder und backte nochmal Brot und hat ihm nochmal was gegeben. Hier sehen wir, okay,
Lieber Petrus, zieh dein Gürtel an, vergiss deine Schuhe nicht, oh, dein Mantel auch nicht, wie meine Mama immer gesagt hat, es könnte draußen kalt sein. Zieh die Dinge an. Also, wenn ich einen Engel mir vorstelle, habe ich so diese gewaltige Wesen, der sich um Kleinkram nicht kümmert. Doch. Ein Engel kümmert sich um auch die Kleinigkeiten bei uns. Und es ist nicht immer alles so gewaltig, heilig, wie wir uns das manchmal so vorstellen. Petrus ging hinter der Engel aus der Zelle und die ganze Zeit über konnte er nicht glauben, dass all dies wirklich geschah. Er meinte, er hätte eine Vision. Doch sie passierten die erste Wache, die zweite Wache und kam schließlich an das schwere Eisentor, das zur Stadt führte. Es, das schwere Eisentor, öffnet sich von innen. Nun hatten sie das Gefängnis verlassen und bogen in eine schmale Straße ein. Da verschwand der Engel und erst jetzt begriff Petrus, der Herr hat mir tatsächlich seinen Engel geschickt, um mich aus der Gewalt des Herodes zu retten. Die Juden werden vergeblich auf meine Hinrichtung warten. Also die Juden haben tatsächlich auf diese Hinrichtung gewartet. Zwar, oh, endlich, wir werden eins wieder davon hier. Unfassbar. Unfassbar, wie grauenvoll Menschen sein können, um den Tod eines anderen Menschen zu erwarten und sich darüber zu erfreuen. Aber das war leider damals so. Da war so ein Hass, so ein Groll. Wie könnte man einen anderen Gott so anbeten? Vergiss nicht, Saul ging nach Damaskus hin, um Menschen, für die an Jesus geglaubt haben, gefangen zu nehmen, um sie zurückzubringen nach Jerusalem, zu foltern und zu steinigen, zu töten. Er wollte dieses Wut da so laufen lassen, freie Bahn geben. Petrus konnte gar nicht fassen, was ihm passiert war. Er dachte am Anfang, es sei nur alles ein Traum. Erste Wache vorbei, zweite Wache vorbei, endlich an dieser Tor und da öffnet sich die Tor von innen und er gedacht, dadurch kommt in diese schmale Straße rein, ich bin frei, ich bin wirklich frei, wie kann das angehen? Und da ging bei ihm diese Lampe auf, der Herr hat mich gerettet, der Herr hat mich befreit, der Herr hat mich hindurchgeführt. Aus der Gefangenschaft, genau wie bei Volk Israel, in diese Freiheit hinein. Die Gemeinde hat was gemacht. Die haben gebetet, nicht wahr? Lass uns hören, wie die Gemeinde darauf reagiert hatte. Vers 12, Petrus überlegte und ging dann zu dem Haus, in dem Maria wohnte, die Mutter von Johannes Markus. Dort hatten sich viele Christen aus der Gemeinde zusammengefunden, um zu beten. Erstmal haben wir nochmal eine Maria. Wir haben viele, viele Marien in der Bibel. Und auch da waren Frauen so wichtig. Frauen waren die Menschen, die Jesus zuerst am Grab erlebt hat. Frauen waren diejenigen, die am Kreuz blieb. Frauen waren diejenigen, die sich auch häufig zuerst bekehrten. Und hier sehen wir, dass man die Frauen, die ihre Häuser aufgemacht haben, damit Menschen dort bei ihnen zu Hause beten könnten. Und Petrus wusste das. Er war nur ein paar Tage im Gefängnis, er kannte deren Ablauf und er wusste, wenn jemand irgendwo betet, dann ist es dort. Und das war schon ziemlich dunkel, mitten in der Nacht mit anderen Worten, und er ging dahin. So, Vers 13. Als Petrus an der Haustür klopfte, kam ein Mädchen, das Rhoda hieß, und wollte hören, wer da war. Sie erkannte Petrus sofort an seiner Stimme, vergaß aber vor lauter Freude die Tür zu öffnen und lief ins Haus zurück. Süß. Ich finde das richtig süß. Ja, also stell mal vor, ich klopfe bei mir zu Hause an, ich bin seit keine Ahnung wie viele Tage weg im Gefängnis. Irgendjemand in der Familie hört das und sagt, Papa ist da, Papa ist da, aber mach die Tür nicht auf. Ja, und sie ist so außer Freude, dass sie läuft, den anderen zu erzählen.
Und was wissen wir, wenn Mädchen, kleine Mädchen etwas erzählen? Dann wird nicht geglaubt. Genau, diese Personen werden meistens nicht geglaubt. Und genau so ist es hier. So, Petrus steht draußen vor der Tür, rief sie. Du musst dich irren, meinten die anderen. Also, Herr, schenk bitte, dass Petrus aus der Gefangenschaft freigesetzt wird. Petrus steht vor der Tür. Herr, wir bitten, dass er befreit wird. Hör auf, du störst. Herr, wir bitten, dass er befreit wird. So sind wir manchmal. Wir beten zu Gott und er möchte auch uns eine Gebetserhörung geben. Nee, wir sind zu beschäftigt, Herr, wir können nicht zuhören. Oder auch wenn wir einfach normal beten. Wie oft haben wir gebetet und der Herr wollte sprechen, aber wir haben gesagt Amen und waren weg. Wir haben gar nicht gehört. Ja, es ist, als ob wir ein Telefonat führen würden und sagen, hallo, ich heiße Jason und ich möchte bitten um das, das und das und ich danke dir dafür und ich bitte auch noch für die anderen Leute dafür. Ciao. So sind unsere Gebeten oft. Wie ein Telefongespräch, in dem nur eine einzige Person denn da redet. Anstelle zu sagen, hallo Herr, ich höre. Und auch zu warten, stille zu sein. Und dann zu sagen, Herr, ich freue mich, dass du mich liebst. Ich freue mich, dass es dich gibt. Ich preise deinen Namen. Ich erhebe dich und ich sage, du bist toll. Und wieder still zu sein. Herr, ich höre. Oh, danke für den Bibelvers. Bibelvers aufschreiben und sagen, ja, Herr, ich spreche das im Glauben einfach aus und ich danke dir dafür. Und ich bete für meine Freunde, ich bete für meine Familien, ich bete für die Menschen um mich herum. Herr, wofür soll ich noch beten? Gute Idee. Ja, das würde ich auch denn gerne dafür beten. Es darf gerne ein Dialog sein. Und Herr, möchtest du noch was sagen? Hier bin ich. Und am Ende, danke Vater, dass ich mit dir reden dürfte und danke, dass ich auch deine Stimme wahrnehmen darf. Und vielleicht spricht der Herr zu dir durch einen Bibelvers, vielleicht durch irgendein Bild, vielleicht durch ein Wort, vielleicht durch ein Lied, vielleicht durch eine Geschichte, irgendetwas, was Gott wieder in deinen Geist hervorrief. Und da wirst du sagen, Herr, danke. Aber können wir wirklich uns diese Zeit nehmen, um zu hören? Die Leute, die hier gebetet haben, nicht. Du störst, geh weg. Aber sie blieb beharrlich. Petrus steht draußen vor der Tür, rief sie. Du musst dich irren, meinten die anderen. Aber sie blieb bei ihrer Behauptung. Jetzt vermuteten einigen, vielleicht ist es sein Engel. Ein Engel bedeutet vielleicht, dass er tot ist. Sein Engel, nicht irgendein Engel. Die haben gedacht, oh oh, es ist schon zu spät. Diese Menschen haben nicht wirklich daran geglaubt, dass Gott Gebete erhört. Es ist auch immer wieder, wie in den Vereinigten Staaten das war, es gab eine große Dürre, hat wochenlang nicht gebetet und die Gemeinden haben aufgerufen dazu, dass man betet, damit es regnet. Und wer bringt einen Schirm mit? Kleine Junge. Kein anderer. Und wir sagen, wir beten für Regen, es wird danach regnen, nicht wahr? Ja, und alle anderen haben keinen Regenschirm mit. Und das zeigt ein bisschen von diesem Glauben. Ja, der kleine Junge war fest überzeugt, wenn ich für Regen bete, dann muss ich nach Hause laufen im Regen. Und kein einziger Mensch brachte einen Regenschirm mit. Wie beschämend. Aber so sind wir häufig. Wir bitten um Dinge, ohne wirklich daran zu glauben. Ohne wirklich daran zu glauben, dass Gott uns das gibt. Wir wissen, dass es gut ist, dafür zu beten. Aber was ist, wenn Gott uns das tatsächlich gibt? Stell mal vor, man betet für Erweckung. Dass Gottes Geist hier mitten uns kommt und Menschen zum Glauben kommen. Erweckung bedeutet, zwischen 20% und 30% der Bevölkerung kommen zum Glauben. Das ist Erweckung. Ja, 20% bis 30%. Okay, 80% bis 70% sind immer noch nicht gläubig. Aber lass uns einfach nur anhand von Itzehoe das machen. Ja? 20% bis 30%, nehmen einfach 25% in der Mitte. Wir haben 30.000 Leute, das wären plötzlich um die 7.500 Leute, die sich bekehren würden auf einen Schlag. Wo in aller Welt würden wir 7.500 Leute unterbringen können?
Wir haben geschweige noch nicht genug Gebäuden dafür, geschweige denn Pastoren, Hauskreisen oder sonst was. Wir würden nichts damit anfangen können, mit 7.500 Menschen, die sie bekehren. Und das ist noch nicht mal utopisch. Jesus hat 5.000 Männer gespeist. Das waren ohne die Frauen damals. Also das sind nicht Zahlen, die irgendwie um die Millionen sind. Das sind ja ganz normale Zahlen, womit man wirklich was machen kann. Aber in Itzehoe würden wir total vollkommen überfordert davon sein, weil noch nicht ein Stadion passen 7.500 Leute bei uns rein. Was macht man denn da? Man musste dann praktisch dann um die 500 verschiedene Gemeinden gründen. 500 Gemeinden, das haben wir im Mülheim-Verband in 100 Jahre Kirchengeschichte noch niemals geschafft. Ja, das wäre Erweckung. Stell mal vor, Gott würde Erweckung schenken. Wir wären vollkommen hoffnungslos überfordert. Herr, schenke du, dass Menschen an dich glauben. Herr, schenke du, dass wir Geduld haben. Herr, schenke du, dass dein Reich sich ausbreitet. Aber schenke du, dass du wirkst und wir wollen glauben, dass du tatsächlich wirkst. Die haben nicht geglaubt. Weder als das Mädchen das gesagt hat, weder als es endlich klar war, dass tatsächlich jemand vor der Tür steht, auch da haben sie immer noch geglaubt, das sei sein Geist. Der Geist von Petrus, der schon gestorben ist. Vielleicht ist es sein Geist, haben sie gesagt, aber Petrus hörte nicht auf, an die Tür zu klopfen. Als sie ihn endlich öffneten und Petrus erkannten, gerieten sie vor Freude außer sich. Nun, wir sind in Deutschland und ich habe schon Menschen in Deutschland gesehen, die sich sehr gefreut haben. Aber ich habe Menschen in Afrika gesehen, die sich außer sich waren vor Freude. Wir sind jetzt hier unterwegs praktisch in Israel. Und Israel ist ein kleines bisschen mehr südländisch als Deutschland, als wir kühlen Norddeutschen. Und weil das bedeutet, dass sie hier wirklich den gerieten vor Freude außer sich, da waren Schreien, da waren Weinen, da waren Tanz. Hüpfen, Tanzen und. Singen, absolut. Mit einer Handbewegung brachte er sie zur Ruhe. Und dann berichtet er, wie ihn der Herr aus dem Gefängnis befreit hatte. Sagt das auch Jakobus und den anderen, bat er zum Schluss. Dann trennten sie sich und Petrus verließ Jerusalem, um sich in Sicherheit zu bringen. Wie klug war Petrus, zu verschwinden. Gott hat ihn einmal befreit. Aber würde er das immer und immer und immer wieder tun können? Wäre Herodes nicht so klug, ihn sofort umzubringen und ihn nicht wieder im Gefängnis zu stecken? Petrus hat Gott nicht versucht. Dieser Engel hat ihn befreit im letzten Moment, in der Nacht vor seinem Prozess, vor seiner Hinrichtung. Und jetzt ist er auch danach geflohen. Manchmal ist es auch ganz richtig, auch zu gehen. Paulus sehen wir, wie er dann gegangen ist, um dann dort sich auszurüsten und zuzurüsten für den Dienst, den er nachher tun sollte. Auch hier sehen wir, wie Petrus nachher verschiedene Gemeinden dienen kann, weil er dort nicht geblieben ist. Am nächsten Morgen entdeckten die Soldaten voller Entsetzen, dass Petrus nicht mehr da war. Am nächsten Morgen. Das heißt, die zwei Soldaten, die mit Petrus geschlafen haben, haben vielleicht auch geschlafen. Sicher. Denn sonst, wenn ich da sitze und dann zuschaue und merke, wie er weggeht, würde ich etwas sagen. Und die vor der Zelle, vielleicht haben sie auch ein kleines bisschen geschlafen oder waren nicht so aufmerksam, dass sie ständig reingeschaut haben. So, die waren in vollem Entsetzen, dass er nicht mehr da war. Sie könnten es sich einfach nicht erklären. Wo ist nun dieser Kerl? Alle Türen sind geschlossen und er ist weg. Als Herodes den Gefangenen vorführen lassen wollte, er aber nirgendwo zu finden war, ließ er, der König, die Wachen verhören und hinrichten. Anschließend verließ Herodes Judäa und blieb längere Zeit in Caesarea. Auch er hat Angst gehabt.
Er wollte sein Gesicht nicht verlieren. Er hat wunderbar Petrus hier gefangen genommen, wollte er vorführen, denn da aus der Passafest vorbei war, und hat den jüdischen führenden Männern was versprochen, und plötzlich konnte er nicht mehr liefern. Und was tut man aus Feige? Man läuft weg. Petrus war nicht feige, indem er weggelaufen ist. Petrus war klug, indem er diesen Gefahren nicht mehr sich aussetzte. Diese Wächter. Morgens früh wacht man auf, schaut umherum, da ist nichts. Und dann fängt man an zu überlegen, welche Geschichte werden wir erzählen. Vielleicht hat er uns überwältigt. Ja, dafür werde ich auch umgebracht, weil ich meinen Dienst denn da nicht richtig ausgeführt habe. Das Außerirdische ihm abgeholt haben, damals gab es das nicht. Was kann man denn erzählen? Man hat keine gute Erklärung. Und Herodes hat nicht lange gewartet. Weg. Vers 20, und der letzte Abschnitt. In dieser Zeit lag Herodes im Streit mit den Städten Tyros und Sidon. Um den König zum Frieden zu bewegen, schickte die Städte eine Abordnung zu ihm. Diese Abordnung gelang es, Balstus, den Verwalter der königlichen Schatzkammer, für sich zu gewinnen. So hofften sie, zu einer Einigung zu gelangen, denn sie waren auf der Lieferung von Lebensmitteln aus der Herrschaftsbereich des Herodes angewiesen. Nach dem Abschluss der Verhandlungen zog Herodes sein königliches Prachtgewand an und hielt vor seinem Thron, um eine öffentliche Aussprache zu halten. Begeistert jubelten ihm das Volk zu. So spricht nur Gott und kein Mensch. So spricht nur Gott und kein Mensch. Im selben Augenblick bestrafte ein Engel des Herrn den König, weil er sich als Gott verehren ließ. Herodes ist mitverantwortlich, dass Jesus gestorben ist. Herodes hat Jakobus umgebracht. Herodes hat Petrus in Gefangenschaft gebracht. Und das hat alles Gottes Zorn nicht geweckt. Sein Zorn nicht. Bei Missgunst vielleicht, bei Wohlgefallen auf keinen Fall, aber sein Zorn nicht. Aber in dem Moment, wo Menschen anfingen, Herodes wie ein Gott anzubeten, und Herodes sogar von sich selbst sagte, ja, das bin ich, da hat Gott zugegriffen. Eine Sache gehört Gott allein, Anbetung. Du sollst keine andere Göttin neben mir haben. Möchtest du Gott, deinen Herrn, zornig machen? Ganz einfach. Stell jemanden über Gott oder etwas über Gott. Und da werden wir immer wieder erleben, wie Gott in unser Leben hineinspricht. Entweder durch Umstände, durch Leid, durch Schwierigkeiten, durch Probleme, durch sein Wort, durch Menschen. Gott gehört den ersten Platz in unser Leben. Er gehört diesen Platz ein. Du sollst Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen, mit ganzem Verstand und mit deinem ganzen Sein lieben. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Aber erstmal Gott. Und interessant, das ist ein Dreiklang. Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heiligen Geist. Immer wieder werden wir diesen Dreiklang im Heiligen Geist, Entschuldigung, im Heiligen Schiff finden. Bezogen auf Gott. Der Vater wird durch den Heiligen Geist geehrt. Der Vater verherrlicht den Sohn. Der Sohn verherrlicht den Heiligen Geist und dieser Kreislauf geht immer weiter. Und das ist wichtig. Gott ist eins und dennoch drei. Aber wir dürfen niemals etwas über Gott stellen. Herodes wurde von Würmern zerfressen und starb unter Qualen. An Gottes Botschaft aber glaubten immer mehr Menschen. Barnabas und Saulus hatten inzwischen ihre Aufgaben in Jerusalem erfüllt
und kehrten zusammen mit Johannes Markus nach Antiochia. Was war deren Aufgabe? Geld zu bringen. Wir haben das in Apostelgeschichte 11 gelesen, da war Agabus, dieser Priester, der gesagt hat, es wird eine große Wirtschaftskrise geben. Was hat die Gemeinde in Antiochien gemacht? Die haben gesammelt. Und dieses Geld wurde dann dahin gebracht. Und während dieser Zeit war sogar Paulus, also Saulus und Barnabas, damals in Jerusalem. Und aus Jerusalem brachten sie den Johannes Markus nach Antiochien zurück. Und das ist ganz wichtig, weil wir am Donnerstag weiter in diese Richtung hören werden, beim Hauskreis. Wir werden hören, wie Saulus und Barnabas die ersten Missionare werden. Nun, das ist interessant, dass sie im Grunde schon Beauftragte der Gemeinde waren. Sie waren beauftragt von der Gemeinde Antiochien, Geld nach Jerusalem zu bringen. Das sind gut 350, 400 Kilometer insgesamt. Das ist nicht eine Reise, die man in einem Tag machen kann, wie heute mit dem Auto. Da war eine paar Wochen unterwegs mit einem Boot und auch zu Fuß und mit Esel und so weiter. Und das war eine wichtige und eine verantwortungsbewusste Aufgabe, Geld zu überbringen. Überweisungen gab es damals nicht. Da muss man tatsächlich das Geld, was man hatte, bringen, zu Fuß, dahin. Und nun geht es darum, dass am Donnerstag werden wir hören, wie der Heilige Geist spricht. Wie der Heilige Geist spricht und sagt, sende hinaus. Sende hinaus. Und das ist mein Wunsch für unsere Gemeinden im MV, in Norddeutschland, dass wir immer wieder neu hören, sende hinaus. Wo erleben wir das? Janice Sommer, also von Caroline Sommer, wurde hinausgesandt. Sie ist momentan missionarisch für ein Jahr unterwegs und wird sich wahrscheinlich theologisch ausbilden, um dann dort eine andere Gemeinde zu dienen. Und das ist eine schöne Sache. Aber wo senden wir Christen in diese Welt hinaus? Und wo ermöglichen wir das? Also ich finde es immer interessant, wie viele Missionare nach Deutschland jetzt kommen. In Lübeck haben wir einen Koreaner, der jetzt eine Gemeinde gründet, spricht perfekt Deutsch. Und er gründet in Lübeck eine neue Gemeinde. Für Deutschen, für Afrikaner, für international. Die Gottesdienste sind Deutsch und Englisch. Und Gott schickt uns die Missionare. Vor 200 Jahren waren wir diejenigen, die Missionare schickten. Vielleicht dürfte das wieder werden. Sende hinaus. Ich bete kurz. Danke, Herr, dass du Petrus befreit. Danke, Herr, dass du diese Gebete erhört hast. Schenke uns Glauben, Herr, ganz neu. Schenke uns Pausen, wenn wir beten, zu hören, was du zu sagen hast und was wir tun dürfen. Und hilf uns ganz neu zu glauben und zu hören und zu gehorchen. Darum bitte ich. Amen.